Ja, hallo. Jörg Fuhrmann hier in einem neuen kurzen Impulsvideo und zwar hier zum Thema Meditation und Biofeedback. Du siehst hier im Hintergrund, also im Vordergrund siehst du mich mit dem Biofeedback-Gerät, mit den beiden, mit dem Stirnband und den beiden Dioden am Frontalhirn. Und im Hintergrund siehst du die Messung, die da läuft. Und da siehst du auf der linken Seite für die linke Gehirnhälfte eine starke Aktivierung, während die rechte Seite ziemlich entspannt ist. Und ein wesentlicher Faktor bei der ganzen hypnagogen Atemarbeit ist ja die Meditationsarbeit. Und da kam ich jetzt gerade aus einer, ja, für mich sehr kognitiven Phase raus. Ich habe einiges recherchiert und gelesen und gemacht und von daher ist die Messung sehr passend gewesen. Wenn man jetzt mit so einer Ladung, sage ich mal, also Potenzialladungen werden ja im Minusbereich angegeben, deswegen steht da in Minus vor. Wenn man jetzt mit so einer Ladung, mit so einer Spannung, sage ich mal, in der linken Hirnhälfte in die Atemsession gehen würde, das kennen wir auch von anderen Atemsitzungen, die wir früher gemacht haben, beim holotropen Atmen zum Beispiel, als ich das noch verstärkt gemacht habe. Das ist eben, oder bei der Hypnose ist das häufig auch so, wenn Leute da sehr stark in dieser linken Hirnhälfte drin hängen, dann, weil sie gerade einfach sehr aktiviert waren, dann ist da häufig auch in der Session nicht ganz so viel zu holen. Und das macht natürlich Sinn, das erst zu runter zu regulieren. Und diesen Prozess, den messe ich hier gerade, wie ich das mache. Das läuft etwas beschleunigt ab, deswegen springt das so ein bisschen ruckartig teilweise. Ich wollte es jetzt aber auch nicht übermäßig ausdehnen oder überdehnen, das Video. So, und das Messgerät hier, das Biofeedback-Gerät, misst eben halt durch diese speziellen Oberflächenelektronen die ultralangsamen Auf- und Ab-Entladungsprozesse der Hirnrinde, ja. Und das sind eben halt diese, wo ich gerade schon sagte, elektrischen Begleiterscheinungen von eben der Nervenerregung und der damit verbundenen elektrischen Felder, die dann im Grunde das Gehirn umgeben und oder durchdringen, könnte man sagen. Und die sind eben bis zur Kopfoberfläche hin, sind die eben halt messbar. Und das, ja, das zeigt das Gerät eben an einfach, ja. So, und was du jetzt hier sehr schön sehen kannst, wie sich also im Laufe dieses Prozesses jetzt, dieser Meditationssession, dieses Potenzial immer weiter runterreguliert auf der linken Seite, während es auf der rechten entspannt bleibt. Und das ist ein ganz wesentlicher Faktor für dann die weitere Arbeit, ja. So, und für Therapie ist es generell sinnvoll, damit zu arbeiten. Manchmal ist es auch sehr interessant, das mal bei Leuten grundsätzlich zu messen und zu gucken, wo die also generell stehen, ja, auch mit ihrer generellen Hirnaktivität stehen. Und oftmals ist das bei Menschen auch immer sehr, sehr ähnlich. Gibt es also auch verschiedene Interpretationen zu den Gehirnwellentypen. Da gehe ich auch mehr in der Hypnoseausbildung nochmal drauf ein, wie man das dann dort auch nochmal gezielt nutzen kann, um den Leuten auch möglicherweise nochmal eine gezielte Information auf so einer visuellen Ebene zu geben. Da ist das nämlich häufig auch sehr, sehr schön sichtbar für die Menschen dann. Selbst wenn sie das Gefühl hatten bei der Hypnose an sich, da waren sie jetzt ja gar nicht so weit da drin. Ja, da sind sie dann oft überrascht, wenn sie feststellen, durch bestimmte technische Gerätschaften kann man das doch sehr schön abbilden, dass da auch im Gehirn bestimmte Sachen messbar passiert sind. So, und das ist auch nochmal ein ganz wichtiger Punkt, gerade für linkshirnige Typen, ja, die brauchen häufig von außen, sage ich mal so, eine Feedbackschleife, die sie da eben nochmal dann überzeugt. In der Hypnose wird ja auch von Convincern gesprochen. Wen das ganze Thema auch interessiert, da mehr einzusteigen, wie man dann also auch mittels Meditationstechniken und Atemtechniken sein Hirn in Balance bringt, der ist natürlich herzlich eingeladen,
für den nächsten Ausbildungsdurchgang im Hypnagogen Atmen im Frühjahr. Beziehungsweise wer auch Interesse hat an Hypnose am Einsatz dieser Messtechniken zum Beispiel, da gibt es eben Ende des Monats im Oktober wieder eine kompakte Hypnose-Ausbildungswoche von mir hier in Stein am Rhein. In diesem Sinne, schöne Grüße von Jörg Fuhrmann und alles Gute. Ciao.